Immer wieder werde ich gefragt, wie wohnst du eigentlich? Ich werde euch einmal hier durch mein Haus führen. Ja, so lebt Matt nochmal. Das ist der Eingangsbereich. Gleich auf der rechten Seite. Die rechte Seite ist die linke Seite. Aber ihr seht mich ja andersrum. Da ist das Gästeklo. Auf der rechten Seite, da ist das Wohnzimmer mit Fernseher und allem drum und dran. Läuft gerade Olympia. Wir haben ein Laminat hier. Ja, das ist auch das Musikzimmer. Wir haben einen recht großen Flur, einen langen Flur. Der führt dann auf der anderen Seite des Flurs in die Küche. Ist auch groß, sodass man hier also auch gemütlich essen und sitzen kann und so. Ja, im ersten Stock, da sind praktisch dann unsere privaten Gemächer. Und nur für euch mache ich auch mal eine Ausnahme. Also hier, das ist das Zimmer meiner Frau. Ne, das ist eigentlich das schönste Zimmer mit Blick in den Garten. Bisschen Chaos im Moment noch ist in meinem Büro, Musikzimmer, aber das denke ich wird auch demnächst zu Ende sein. Dann hier, das ist die Liebeshöhle Morales, ne, also das Schlafzimmer. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wie ich halt am Knattern bin, nicht am Knattern. Hier, das ist die Aftershow-Bühne der Liebeshöhle, das Badezimmer. Mein Sohn hat mich gebeten, nicht in sein Zimmer zu gehen. Das wäre halt noch eine Treppe hoch. Da haben wir den Dachboden ausgebaut, ist fast komplett in Holz. Ne? Ja, jetzt wisst ihr also auch, wie Majestas Morales mit seiner Familie lebt. Ne? So viel dazu. Let's have a look, baby.